gleiche Wortsatz zu machen. Mit Anna Schauer, mit Paolo, mit dem Motorradbeifall, unserer Mädels, nicht in Passagier, weil sie nicht einsatzfähig sind, sondern nicht nur unsere Mannschaft, Abwechslung, auch der Taktgeber und der Lehrer, selbst laut. Und heute bei der Wahl des Saudis, seine Premiere der Nationalbundesliga Frauen. Und wir freuen uns, dass der Saudi mit an Bord ist. Daniel Siemens, es sind besondere Zeiten. Ich habe es gesagt, schon lange hätte mir viel zu mehr bei euch hier, aber ich habe sich mir aber sicher, dass jeder und jede von euch mehr als 100% Stimmung machen. Und dann können wir ganz erfolgreich den Saisonauftakt vorstellen. Und ganz besonders vielen Dank natürlich für die Stimmung. Für unsere Lady Girls, Jungs und Mädels, wenn ihr Mädels heute dabei habt, ihr seid ganz besonders gefordert, heute wieder den Sack vorzugeben. Haut ordentlich rein. Ey, macht ihr wieder, lasst mal was von euch hören. Seid ihr gut auf!182 Tage, so lange ist es her seit dem letzten Pflichtspiel in der Handball-Bundesliga der Damen. 182 Tage ohne volle Hallen, ohne Emotionen und ohne Jagd nach Punkten. Heute endet diese quälend lange Zeit und es geht wieder los. Damit ganz herzlich willkommen zum ersten Spieltag der Saison 2020-2021 in der Handball-Bundesliga der Frauen. Die SG Bibbingen-Bietigheim empfängt heute zum Auftakt die HSG Bad Wildungen-Weipers in der MHP-Arena Ludwigsburg. Da sehen wir die Gäste schon auf der Platte. 500 Zuschauer werden hier heute Abend maximal zugelassen. 4.700 würden eigentlich reinpassen. Aber wir geben uns alle Mühe, das heute Abend auch für Sie daheim vor dem Bildschirm so gut wie möglich erlebbar zu machen.
Denn im Endeffekt geht es uns ja allen gleich. Wir haben einfach nur Bock auf Handball. Die Vorfreude bei Spielerinnen, bei Trainer, bei Mannschaft, bei Zuschauern, bei allen Beteiligten riesengroß, wenn wir den Kader der Gäste sehen. Besonderes Augenmerk da auf dem Torhüter-Duo Manuela Britsch und Lea Schüppbach. Das ist auch das Torhüter-Duo der schweizerischen Nationalmannschaft. Die kennen sich also ganz gut. Und auch Munia Smits, eine interessante Person bei den Gästen, denn ihre Schwester Xenia Smits, die spielt seit dieser Saison bei der SG BBM Bietigheim. Das heißt, da gibt es so ein kleines Schwester-Duell heute zum ersten Spieltag. Aber sicherlich kein Familienbonus für eine von beiden. Und wir sind sehr gespannt, wie beide Mannschaften diese lange Zwangspause von ziemlich exakt einem halben Jahr verdaut haben. Wie sie sich vorbereitet haben auf diesen Ligastart, der ja nie so ganz gewiss war. Mal sehen, wer direkt zum Auftakt die Form auch auf die Platte bringen kann. 7.3.2020, das war der Tag, an dem beide Mannschaften ihr letztes Spiel gemacht haben. Jetzt sind sie mittlerweile seit über 2 Monaten wieder in der Vorbereitung. Und auch das eine Zeit mit sehr, sehr viel Kondition und Krafttraining, von dem wir dürften die Spielerinnen auch froh sein, dass ab sofort wieder ein bisschen mehr gespielt wird. Für die SG BBM Bietigheim sogar gleich mit einer englischen Woche zu Hause. 3 Heimspiele am Stück. Und da kommen sie auf die Platte. Ganz in Rot das Oberteil, schwarze Hose und schwarze Strümpfe. Eine rundum erneuerte Mannschaft, kann man sagen. Wichtige Spielerinnen haben den Verein verlassen, darunter die holländischen Weltmeisterinnen Angela Malestein und Laura van der Heijden. Sind beide nach Ungarn gewechselt, genau auch wie die deutsche Nationaltorhüterin Dina Eckerle. Dazu noch Maren Adal, Maura Wisser, Fie Woller und Daphne Gauci, allesamt nicht mehr im Team bei der SG BBM Bietigheim. Auf der anderen Seite auch starke Neuzugänge hier mit der 22 Xenia Smits. Die 25 Trine Östergaard, die 27 Julia Meithoff, die 28 Stine Jürgensen. Klangvolle Namen, die sich die SG BBM Bietigheim da gesichert hat. Und dann noch verstärkt mit vielversprechenden Talenten obendrauf Julia Meithoff und Nele Reimer. Julia Meithoff, die war in der abgebrochenen Saison immerhin auch Führende der Scorerliste in der Handball-Bundesliga. Mit gerade mal 22 Jahren, also eigentlich auch schon mehr als nur noch ein Top-Talent, dass sich die SG BBM Bietigheim da geangelt hat. Nicht zu vergessen der neue Coach, Markus Gaudisch, den wir hier sehen. Seit 1. Juli 2020 in der Verantwortung, zum ersten Mal bei einem Frauenteam im Profibereich. Gleich geht's hier los in der MAP Arena in Ludwigsburg. Und wir sind noch mal ganz kurz in der Werbung. Das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen noch die Schiedsrichter der heutigen Partie vorzustellen. Die wird geleitet von Thomas Hörath und Timo Hoffmann, zusammen über 700 Spiele für den DHB auf dem Buckel. Eine Menge Erfahrung heute auch auf Seiten der Unparteiischen. Schauen wir kurz auf die Gästeaufstellung, denen der erste Angriff gehören wird.
mit den schwarzen Trikots. Im Tor beginnt die Nummer 16, Lea Schüppach, Neuzugang aus Paris. Am Kreis beginnt die Nummer 10, Maxi Nühner. Auf der Spielmacherposition die 20, Maxim Strüß. Im rechten Rückraum die 22, Jana Scheib. Auf rechts außen die 11, Kira Schnack. Links außen beginnt die Nummer 5, Larissa Platen, auch ein Neuzugang. Und ganz links die 33, Anna-Marie Spielvogel. Auf der Platte bei den Vipers. Zeitspiel angezeigt. Bad Wildungen da direkt unter Zeitdruck. Da nochmal kurz unterbrochen von den Schiedsrichterinnen. Ein Pass bleibt jetzt noch. Dann muss der Wurf kommen. Aber der landet genau in den Armen von Emily Sando, der neuen Torhüterin der Bietigheimer. Und da geht es direkt mal schnell über Xenia Smits auf Julia Meithof. Und die macht das erste Tor in dieser Saison für die SGB Bietigheim. 1:0. Meithof gekommen von der HSG Bensheim-Auerbach. Für sie natürlich besonders bitter, dass die Saison abgebrochen wurde. Sonst hätte sie sich die Torschützenköniginnenkanone gesichert. Und Bensheim gleicht aus. Wieder macht Bietigheim das Spiel sehr schnell. 7 Meter nach diesem Foul an Luisa Schulz. Eine der Spielerinnen, die geblieben sind, genauso wie Kim Naizinalicius, die sich jetzt diesen 7 Meter nimmt und auch verwandelt. 2:0, das vermeintliche Ausgleichstor für Bad Wildungen. Haben wir hier noch nicht eingeblendet, hat aber gezählt. 2:1 der Spielstand jetzt. Die Vipers werden da gleich mal heftig attackiert von der Bietigheimer Deckung. Wieder der Versuch, den Kreis anzuspielen, aber da steht Maxi Mühner im Kreis. Bietigheim wieder im Ballbesitz. Smits. Zum ersten Mal sowas wie ein Spielaufbau nach 2 schnellen Toren für die SG. Nutzt doch mal die Gelegenheit, uns die Aufstellung anzuschauen. Ne, Smits tankt sich da gut durch mit einem Wackler, trifft dann aber nur den Außenpfosten. Und dann vertagen wir das mit der Aufstellung nochmal. Scheib gibt den 7 Meter nach Foul von Smits an Scheib. Maxi Mühner gegen Emily Sando. Sando hält, als hätte sie geahnt, wo der Ball hinkommt. Ganz stabiler linker Arm. Kommt direkt gut ins Spiel. Die neue Keeperin, gekommen aus Montenegro, bildet jetzt zusammen mit der Ukrainerin Valentina Salamaka das Torhütergespann bei der SG. Naizinalicius auf Meithof, Amelie Berger von rechts außen reingerückt, sehr schön durchgespielt bis zu Naizinalicius, die dann völlig blank steht. Und keine Probleme hat, hier das Tor zu machen. 3:1, 2 Tore Führung für Bietigheim. Die Deckung aufmerksam bei der SG. Hier sehen wir nochmal den Treffer eben in der Zeitlupe. Sehr schön gemacht von Smits, die da 2 Gegenspielerinnen auf sich zieht und dann
Heiznavizos durch. Während Sando auf der Gegenseite den nächsten Ball hält. Versucht das Spiel schnell zu machen. Aber da war Larissa Platen noch dazwischen. Vor Amelie Berger am Ball. Auf links bei Bietigheim, das bin ich Ihnen noch schuldig, beginnt Antje Launroth und am Kreis Luisa Schulze. Die ganz gerne in einer anderen Etage spielt. Hier im Bild die Nummer 13. Könnte ohne Hilfsmittel die Halle der MAP Arena vom Staub befreien. Natürlich eine Waffe da vorne drin. Berger kriegt den Abpraller und verwertet ihn zum 4:1. Ein Start nach Maß. Die ersten 6 Minuten laufen genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Und auch den Vipers war bewusst. Das wird ein schwieriges Spiel. Auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, wir haben ja keinen Druck. Die Favoritenrolle liegt bei Bietigheim. Und Launroth macht hier den nächsten Treffer im Tempo Gegenstoß. 5:1. Bietigheim kommt in die Saison, als hätte es nie ein halbes Jahr Pause gegeben. Wir waren ja gut drauf, bevor die Saison abgebrochen wurde. Und offensichtlich hat die Integration der Neuzugänge hervorragend geklappt. Das sieht sehr natürlich aus und macht richtig Spaß zuzuschauen in den ersten Minuten. Bad Wildung verkürzt durch Scheiben auf 2:5. Sehr schöne Übersicht auf Berger. Und die nimmt sich den 6:2 durch Amelie Berger. Obwohl sie da noch gestört wurde im Wurf, lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Amelie Berger. Und hinten wird wirklich gekämpft um jeden Ball. Sehr schöne Einzelaktion da eigentlich von Maxim Struis. Dann aber nicht mit genug Präzision in diesem Abschluss. Dafür Smits auf der Gegenseite wieder. Heiznavizos, das geht richtig schnell. Aber jetzt ist auch Lea Schuppach mal dran an diesem Wurf von Launroth. Kein Stürmerfoul. Links oben im Dreieck verwandelt von Jana Scheib. Nachdem die Schiedsrichter da Gnade haben walten lassen und kein Foul geben gegen Heiznavizos. Also richtig Tempo drin in den ersten 8,5 Minuten, 9 Tore schon. Und vor allem auf Seiten der Bietigheimerin geht das richtig schnell. Da kommt man kaum hinterher, wie vorne die Positionen getauscht werden. Die Pässe fliegen, das sieht so aus, als hätten sie die über 8 Wochen Vorbereitungszeit sehr gut genutzt. Das hat die Kapitänin Kim Heiznavizos auch noch gesagt. Wir haben eine gute Truppe und exzellenten Team-Spirit. Wenn dann auch noch dieses blinde Verständnis da ist, wie sie es hier andeuten, dann kann man verstehen, warum das Ziel Deutsche Meisterschaft auch in dieser Saison überall steht. Markus Gaugisch kam mit seiner Art hier in den ersten Wochen sehr gut an. Ganz sympathischer Mann.
sehr beliebt auch bei den Spielerinnen, die sagen, die Trainingsführung, die Varianz in seinen Übungen, das macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Bisher Markus Gaugisch ja Trainer vor allem in der Männerhandball-Bundesliga. Unter anderem in Balingen und Neuhausen gecoacht. Sehr kommunikativer Trainertyp, der viel mit den Spielerinnen spricht. Und jetzt ist die Partie kurz unterbrochen wegen einer technischen Klüngelei auf der Anzeigetafel. Da wird der Spielstand nicht angezeigt. Und es gibt uns Zeit, nochmal auf die Transferpolitik der SG BBM im Sommer zu schauen. Wir haben ja die Abgänge schon aufgezählt, wirklich wichtige Spielerinnen gegangen. Aber es sind auch genauso namhafte Spielerinnen gekommen mit Xenia Smits, mit dem dänischen Duo Stine Jørgensen und Trine Østergaard. Also Stars mit internationaler Erfahrung auf der einen Seite und dann eben junge, hungrige Spielerinnen Julia Meithof dazu. Da hat man den Eindruck, dass dieses Konzept nicht nur sinnvoll ist, sondern auch nachhaltig. Diese Mannschaft zeigt in den ersten Minuten direkt, dass sie durchaus zusammenpasst. Treffer von Neuzugang Stine Jørgensen, der erste in der deutschen Handball-Bundesliga der Damen für die dänische Nationalspielerin. 148 Länderspiele auf dem Buckel. Und jetzt auch ihr erstes Bundesligator. Die Vipers überscheiden. Bricht nochmal ab. Arm ist wieder oben. Zeitspiel angezeigt. Und festgemacht von Jørgensen. Drei Pässe haben die Gäste noch, dann muss der Abschluss kommen. Sehr gut durchgespielt. Eingelaufen von Larissa Platen und die verkürzt auf 7:4. Smits. Das meine ich mit einer anderen Etage. In der Luisa Schulze unterwegs ist. Da kann Smits den Ball einfach nur hoch in die Luft werfen und kann sich sicher sein, Schulze kriegt den. Wenn nicht, dann nur, weil es einen Foul an ihr gab. Smits wieder mit dem Versuch, den Ball auf Amelie Berger noch zu bringen. Davor aber deutlich am Trikot gezogen. Da bekommen die Zuschauer hier in der MAP Arena definitiv was geboten. In der Anfangsphase dieses Spiels 500 durften hier rein, weit verteilt in der ganzen Halle. Aber Stimmung ist trotzdem. Das ist natürlich schön für die Mannschaften, dass sie hier nicht komplett vor leeren Rängen spielen. Gerade beim Handball die Zuschauer, die Atmosphäre ein ganz wichtiger Bestandteil. Jetzt auch mal Zeitspiel für Bietigheim angezeigt. Zwei Pässe noch. Da sind genug im Rückraum, die sich so einen Wurf auch nehmen können. Zeitspiel jetzt wieder vorbei. Smits schließt trotzdem relativ schnell ab und das erfolgreich. 8:4.
So, Platen geht nach dieser Aktion runter. Und für sie kommt jetzt die kleine Schwester von Xenia Smits, Munja Smits. Eine gibt es noch, eine weitere Schwester, ansonsten die Familie Smits jetzt hier gut vertreten. Xenia Smits nach 5 Jahren beim französischen Serienmeister Metz. Zurück in Deutschland. Sicherlich der Top-Transfer in diesem Sommer. Markus Gaugisch schwärmt in höchsten Tönen von ihr, nennt sie eine der besten Abwehrspielerinnen in ganz Europa, eine Sniper vorne im Angriff. Und den kriegt Launroth vom Rücken von Munja Smits noch in den Lauf weitergeleitet. Und dieses Lächeln zeigt, es läuft bei Bietigheim 9:4, es läuft nicht so für die Gäste, die ASG Bad Wildungen, deswegen auch die erste Auszeit nach 12,5 Minuten. Tessa Bremmer, die Trainerin der Gäste, das Pendant zu Markus Gaugisch, den wir hier sehen, hat gesagt, sie wird heute ganz bewusst allen Spielerinnen Einsatzzeiten geben. Es werden alle Mädels die Chance bekommen, nach der langen Pause der harten Vorbereitung wieder in der Bundesliga anzukommen. Auf Seiten der Bietigheimerinnen bisher wenige Wechsel. Und in der vergangenen Saison waren das auch keine Selbstläufer, diese Spiele zwischen Bietigheim und den Vipers für die SG BBM. Zweimal relativ knapp gewonnen. 30:28 und 30:25. Deshalb diese 5-Tore-Führung jetzt durchaus nicht selbstverständlich. Smits und Sando hat ihn geahnt. Pfosten auf der Gegenseite. Jürgensen, jetzt hat Wildung mal ein bisschen mehr Platz. Aber Bietigheim sehr gut im Rückzugsverhalten von Amelie Berger. Den Gegenstoß unterbunden. Harte Entscheidung gegen Launroth und Bietigheim. Und jetzt sehen wir beide Smits-Schwestern hier im Bild. Munja Smits gegen Sando macht's besser als vorhin. Maxi Mühner. Vipers bei Abbruch der Saison nach dem 18. Spieltag auf Platz 12 in der Tabelle. Erstes Ziel ist primär der Klassenerhalt. Aber auch die Gäste haben sich in der Vorbereitung gut präsentiert. Viele Vorbereitungsspiele gewonnen, waren Zweiter beim Vorbereitungsturnier. Beim Halle-Saale-Cup. Smits macht Tempo, Scheib kriegt den.
gut durchgesetzt. Dann gibt es den nächsten 7 Meter und die erste 2 Minuten Zeitstrafe. Gegen Stine Jürgensen. Und wieder Munja Smits gegen Emily Sando. Sando wieder mit dem linken Arm. Und auch der Nachwurf landet bei ihr. Hier die Zeitlupe. Erst die Finte und dann die Parade. Und hinterher auch nochmal pariert von Sando. Richtig stark. Bietigheim jetzt in Unterzahl. Nimmt Markus Gaugisch die Keeperin raus. Bringt die sechste Feldspielerin. Leeres Tor also bei Bietigheim. Meithof gegen zwei. Mit dem Kopf durch die Wand. Und auch hier der 7 Meter durch den Kreis verteidigt, sagen die Schiedsrichter. Marcinavicius. Ohne Finte, ohne Schnörkel ins Tor. 10:5 für Bietigheim. Da mehr oder weniger in Xenia Smits rein und vergisst, dass sie den Ball in der Hand hat. Noch eine halbe Minute Unterzahl für Bietigheim. Smits kreuzt, setzt sich durch und macht den richtig fein mit einem Heber über Lea Schippach hinweg. Richtig starker Abschluss. Sehen wir hier nochmal in der Zeitlupe, da hat sie die Ruhe, diesen Ball noch über die Keeperin zu heben. Auf der Gegenseite gab es die schnelle Antwort der Vipers zum 11:6. Der nächste Neuzugang bei Bietigheim jetzt im Spiel, Nele Reimer auf links außen. Kam von der Neckarsulmer Sportunion. Gar nicht weit weg, eine halbe Stunde Fahrt von hier. Also die Region, die Gegend, kannte sie schon mal. Und der nächste Lupfer, diesmal von Marcinavicius an die Unterkante der Latte. 12:6. Smits. Es ist richtig schwer für Bad Wildungen hier das Angriffsspiel durchzuziehen. Kaum Platz. Da verteidigt Bietigheim fast an der 9-Meter-Linie. Wir müssen da sehr weit hinten aufbauen. Und dann ist es noch ein weiter Weg zum Tor. Smits sehr gut verteidigt. Marcinavicius macht es ganz schnell. Aber dieser Ball abgefangen von Anna-Maria Spielvogel. Und so kann es dann auch mal gehen. Ganz einfach. Maxim Strüß nimmt Anlauf, wirft und trifft. War die Lücke da und das hat sie sich nicht entgehen lassen. Meithof. Sehr schöner Tippball. Einmal aufgesetzt. Und dann war sie durch.
13:7. Smits mit einem Magnet in den Fingern gibt Nele Reimer die Möglichkeit, den Gegenstoß zu treffen. Wird da gestoppt durch einen Foul und die erste 2 Minuten Zeitstrafe für die Gäste für Munja Smits. Aber jetzt hier schon die dritte, vierte Situation, wo Xenia Smits in der Abwehr den Ball abfängt. Deutet hier an, warum Markus Gaugisch sie nicht nur in der Offensive als Schlüsselspielerin sieht, sondern auch defensiv am liebsten durchspielen lassen würde. Unglaublich hohes Spielverständnis, auch in der Abwehrarbeit. Und jetzt hat die Technik wieder was dagegen, dass es hier weitergehen kann. Alle 10 Minuten geht mal kurz die Anzeigetafel aus. Die hatte auch ein halbes Jahr Pause. Und offensichtlich einen mittelschweren Wackelkontakt erlitten in dieser Zeit. Macht natürlich nicht so viel Spaß. Aber es kann auch schnell weitergehen. Und da sehen wir mit der Nummer 4 jetzt Sabine Heustens bei den Gästen. Ganz verrückte Geschichte. Die hatte im Frühjahr ihr Karriereende schon angekündigt. War raus aus dem Profi-Handball. Und dann hat sich Vanessa Mark schwer am Knie verletzt. In der Vorbereitung für Heustens dann keine lange Überlegung, ob sie dem Verein da hilft. Hat einen Anruf bekommen und war direkt bereit, nochmal einzusteigen für eine Saison. Sabine Heustens soll es jetzt also vielleicht nochmal richten in den letzten rund 8 Minuten dieser ersten Hälfte. Kreis jetzt Antje Lauenroth bei Bietigheim. Interessante Variante. Eher eine kleine Spielerin. Reimer kriegt den Ball und bleibt hängen an Manuela Brütsch. Die wiederum gehört bei der HSG fast schon zum Inventar, kann man sagen. Spielt seit 2012 in Bad Wildungen. Mit 36 aber immer noch eine der Top-Torhüterinnen der Liga. Heustens. Schnell weitergespielt. Auf Spielvogel. Aber Santo hatte was dagegen. Jetzt versucht Bietigheim das wieder schnell zu machen. Das war relativ kompakt und schnell wieder hinten. Das wird von Scheib und Strüß in die Mangel genommen. Und Markus Gaugisch nimmt jetzt die erste Auszeit. Für die Bietigheimer nach 23 Minuten steht es 13:7 für die Gastgeberin.
Markus Gaugisch kann da sehr zufrieden sein mit dem Auftreten seiner Mädels. Gab ja durchaus gute Testspielergebnisse für Bietigheim. Siege gegen Neckarsulm, gegen Metzingen, gegen Göppingen. Nur knapp verloren gegen das Top-Team aus Metz, aus der französischen Liga. Aber so richtig einzustufen war das nicht. Wie gut ist die Mannschaft wirklich drauf? Wie schnell finden sich die verbliebenen Spielerinnen mit den Neuzugängen? Richtig gut, was Jürgensen da zeigt. Ein Aufsetzer, Prädikat unhaltbar. Und wir sehen da fast bei jeder Aktion ein Lächeln im Gesicht bei den Bietigheimerinnen. Die freuen sich natürlich auch einfach, dass sie wieder Handball spielen dürfen, dass es wieder um was geht. Gepfiffen. Bietigheim mit dem nächsten Angriff. Mäzinavicius mit dem Versuch auf Nele Reimer. Bietigheim bleibt im Ballbesitz. Abgeblockt. Nele Reimer ja eigentlich eher im linken Rückraum unterwegs. Dadurch, dass Kim Braun die etatmäßige Linksaußen sich aber im Spiel gegen Metz am Sprunggelenk verletzt hat, besteht da ein bisschen Bedarf auf der Position. Und Reimer hat in den Vorbereitungsspielen durchaus angedeutet, dass das für sie eine Position ist, die sie adäquat bekleiden kann. Nächster 7 Meter für die Gäste. Larissa Platen versucht es jetzt. Schon die dritte Spielerin. Sando diesmal nicht dran. 14:8. Kim Braun nicht die Einzige, die mit Blessuren zu kämpfen hat. Im Kader der SG auch Carolina Kuglatsch-Glotsch. Angeschlagen mit einer Muskelverletzung, allerdings heute auf der Bank. Anna Lörper im Gegensatz dazu nicht, auch sie mit einer Muskelverletzung. Leonie Patora nach einem Kreuzbandriss im letzten Jahr noch nicht ganz einsatzfähig, aber auf jeden Fall auf dem Weg zurück auf die Platte. Da wünschen wir auch alles Gute, dass das baldmöglichst dann klappen kann. Und Heustens jetzt im Zusammenspiel mit Annika Ingenpass. Da kommen sie mal durch an den Kreis. Seltenes Bild in den ersten 26 Minuten. Und Jürgensen schraubt sich in die Luft, hebt ab und hat eine unfassbare Präzision in ihrem Wurf, sehen wir hier links unten. Nichts zu machen für Manuela Britsch. Drei Minuten jetzt noch in dieser ersten Hälfte. Sehr schön eingelaufen von der 99 von Vanessa Plümer. Wieder gesehen von Heustens. Die hier direkt zeigt, nö, ich bin noch nicht so alt. Wenn ich aufräumen wollte, dann, weil ich es konnte, jetzt helfe ich der Mannschaft eben mit solchen Pässen, mit solchen Zuspielen. 15:10, schönes Tor der Gäste.
Nächste 2 Minuten Zeitstrafe. In den Wurfarm gegriffen. Gegen Antje Lauenroth. Er gibt keinen 7 Meter, gibt nur 2 Minuten Zeitstrafe, aber den Freiwurf dazu. Smits jetzt auf rechts außen. Sagen Heustens und Ingenpass, wir machen doch gar nichts, wir stehen hier einfach nur. Trotzdem bleibt Bietigheim im Ballbesitz. Jörgensen, Reimer. Und diesmal sitzt er im dritten Versuch. Der erste Treffer. Konnte da ein bisschen mehr nach innen ziehen, musste es auch. Dadurch dann der Winkel etwas besser. Und es steht 16 zu 10. Und da ist Maxim Ströß eigentlich frei durch. Aber die norwegische Hexerin heute Abend im Tor, Emily Sando, wieder mit einer Fingerspitze dran. Zeitspiel angezeigt. Gegen den Fuß gespielt von Lauenroth. Schneller Gegenstoß über Lauenroth auf Amelie Berger. Den macht die normalerweise mit verbundenen Augen rückwärts. Aber in dem Fall auch nicht spielentscheidend. Möglicherweise, höchstwahrscheinlich. 16 zu 10, die letzten 30 Sekunden laufen. Heustens. Reicht wohl noch für einen Angriff für die Vipers. Der kommt auf Annika Ingenpass. Und die setzt den Schlusspunkt in dieser ersten Hälfte im ersten Saisonspiel zwischen Bietigheim und Bad Wildungen. Nein, es gibt noch einen Freiwurf. Es ist noch nicht Halbzeit. Naizina Vitsius sieht sich da einer schwarzen Wand gegenüber. Aber wenn eine das schaffen kann, dann sie. Ja, ein bisschen Spin nach unten. Der wäre drin gewesen. Würde da nicht noch Manuela Brütsch im Tor stehen. Das macht richtig Spaß. Zeigt uns wieder, warum wir diesen Sport so vermisst haben. Es geht richtig rund hier in den ersten 30 Minuten. Ein tolles Spiel von beiden Mannschaften mit vielen Toren. 16 zu 11 der Halbzeitstand. Wir sind kurz in der Pause und haben dann aber auch noch ein Interview mit dem neuen Trainer der SG BBM Bietigheim, Markus Gaugisch, für euch. Also dranbleiben und bis gleich.
Halbzeit in der Ludwigsburger MHP Arena 16:11. Der Spielstand zwischen der SG BBM Bietigheim und der HSG Bad Wildungen-Weipers. Ein dynamischer Start in die neue Bundesliga-Saison. Nach einem halben Jahr Spielpause, Zwangspause für die Mannschaften kann es weitergehen. Und wir haben vor dem Spiel die Gelegenheit gehabt, mit dem neuen Bietigheimer Trainer Markus Gaugisch zu sprechen, wie er diese Wiederaufnahme des Spielbetriebs sieht und was sein Fazit der Vorbereitung ist. Das schauen wir uns jetzt nochmal zusammen an. Bei uns ist Markus Gaugisch, erstes Spiel in dieser Saison, erstes Mal MHP Arena. Jetzt hat die Vorbereitung über 2 Monate gedauert auf diesen Abend. Wie schwer war es denn dann auch auf diesen Punkt hin fit zu sein und da zu sein? Ja, das ist ja eigentlich in jedem Jahr das Gleiche. Die Zeit ging jetzt rasend schnell rum. Als wir angefangen haben Anfang Juli, dann ist das alles noch so weit weg. Aber gerade so die zweite Phase, dann geht das wirklich Schlag auf Schlag. Man hat eigentlich an jedem Wochenende irgendein Testspiel, aber das ist natürlich ein weiter Schritt nochmal zum Bundesligaspiel. Und heute ist es jetzt endlich soweit und ich glaube, alle sind froh, dass die Vorbereitung vorbei ist und dass wir jetzt endlich um Punkte spielen können. Nochmal einen Blick zurück, wie zufrieden sind Sie denn mit der Vorbereitung insgesamt, mit den Testspielergebnissen? Ja, ich glaube, wir haben uns schon von Woche zu Woche gesteigert. Also es wurde von den Spielen intensiver, also über Metzingen von, ich glaube, Mitte August bis dann eben das letzte Highlight-Spiel in der Vorbereitung gegen Metz in Metz, wo ich sage, da haben wir Stück für Stück uns einfach gesteigert und ich hoffe, dass wir das jetzt weiter so fortführen können, dass wir heute ja einfach eine gute Leistung bringen können, dass wir es genießen können, aber das erste Spiel ist immer so eine Wundertüte, das ist jedes Jahr, glaube ich, das Gleiche, das geht jedem so, deshalb ist das immer schon dieses Auftaktmatch etwas Besonderes. Trotzdem zählt ja in der Meisterschaft jeder Punkt, hat man letzte Saison gesehen, hätte nochmal richtig eng werden können. Wie klappt es dann, dass man im ersten Spiel sagt, wir müssen jetzt eigentlich schon direkt gewinnen? Ja, ich glaube, das ist ja für Bietigheim, für uns keine Neuigkeit. Wir wissen, dass das so ist. Du kannst in dieser Liga eigentlich nichts liegen lassen. Und mit der Idee sind wir eigentlich ins erste Training gegangen. Und von dem her ist es jetzt nichts Neues. Und niemand will irgendwie ein Spiel verlieren. Und das ist ja auch nicht unser Ziel. Sondern wir wollen gewinnen, wir wollen um die Meisterschaft spielen. Und da geht eben nur 100%. Also ich glaube, dass man hier so locker ein Spiel angeht und denkt, naja, schauen wir mal, was rauskommt. Ich glaube, da sind wir der falsche Ansprechpartner und das müssen wir hinkriegen. Letzte Frage, ich habe im Hallenheft gelesen, Sie mussten die Spielerinnen in der Vorbereitung teilweise bremsen, weil sie sonst möglicherweise über die Belastungsgrenze gegangen wären. Heute Abend auch? Ja, heute wird niemand gebremst, ja, auf keinen Fall. Also natürlich müssen wir schauen. Wir haben ein paar Verletzungsproblemchen im Kader. Und von dem her müssen wir schon schauen, dass wir schlau sind, dass wir es durchkriegen, weil eben die nächsten Wochen knüppelhart sind. Also bis Ende September ist immer Mittwoch-Wochenende-Rhythmus. Deshalb müssen wir auch die Belastung verteilen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja, wir hatten jetzt in den letzten 2 Wochen keine optimalen Bedingungen, mussten mit wenig Leuten trainieren, aber jetzt ist heute Wettspiel und von dem her muss das abgehakt sein und es geht voran. Da wünschen wir alles Gute, ein schönes Spiel. Dankeschön. Also ein blendend aufgelegter Trainer Markus Gaugisch vor dem Spiel schon. Seine Laune dürfte nicht schlechter geworden sein nach der ersten Hälfte, wo seine Mannschaft gut ins Spiel gefunden hat und hier deutlich führt mit 5 Toren gegen Bad Wildungen. 2 Spiele sind schon beendet von diesem ersten Spieltag der neuen Saison. Buxtehude hat daheim die Neckarsulmer Sportunion knapp geschlagen mit 28:26 am Nachmittag. Und auch das Spiel der Kurpfalz-Bären gegen den Thüringer HC ist vorbei. Da gab es einen deutlichen Auswärtssieg, 30:22 für den Thüringer HC. Das schon am kommenden Mittwoch der nächste Gegner für Bietigheim, auch hier in der MHP Arena. Direkt das Topspiel, das Spitzenspiel zwischen 2 Meisteranwärtern. Und bevor es hier weitergeht mit dem Meisteranwärter der SGB Bietigheim, sind wir noch mal ganz kurz in der Werbung.
Und wenn wir schon bei Meisterschaftsanwärtern sind, wollen wir Borussia Dortmund nicht unterschlagen. Die spielen im Moment gegen Buchholz 08 Rosengarten, da der Halbzeitstand 16:12. Also bisher keine größere Überraschung in Sicht an diesem ersten Spieltag. Die Favoriten allesamt mit standesgemäßem Verlauf der Partie. Weiter geht's, zweite Halbzeit läuft. Erster Angriff für Bietigheim in Rot. Mit Meithoff, mit Kim Nainzinavicius, mit Xenia Smits, mit Lauenroth auf links, mit Amelie Berger auf rechts und mit Luisa Schulze am Kreis. Das ist dieselbe Formation wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Und der erste Abschluss von Xenia Smits abgefangen von Manuela Britsch. Trikot ziehen am Kreis von Annika Ingenpass, geahndet von den Schiedsrichtern. Bei den Gästen Larissa Platen jetzt wieder mit im Spiel. Hat in der ersten Hälfte ebenfalls begonnen und ist hier gleich mal am 7 Meter beteiligt. Diese Aktion gegen Luisa Schulz. Larissa Platen, um noch kurz bei ihr zu bleiben, gekommen von Ligakonkurrent Mainz, will sich bei der HSG weiterentwickeln und ist für die Trainerin Tessa Bremmer auch eine absolute Verstärkung. Flexibel einsetzbar, in der Abwehr sehr stark. Julia Meithoff derweil mit dem 7 Meter zum 17:11. Und um das noch abzuschließen, Larissa Platen weiß, wie es ist, um den Klassenerhalt zu kämpfen, sagt ihre Trainerin Tessa Bremmer. Das spricht natürlich auch viel für die Erwartungshaltung bei der HSG. Da weiß man, dass jeder Punkt wichtig sein kann im Kampf um die hinteren Plätze. Keine Anspielstation gefunden, dann den Ball verloren. Und da geht es ganz schnell bei Bietigheim. Xenia Smits ist die letzte Station, nachdem Schulze den Ball sich greift, auf Meithof passt. Und das ist das, was Markus Gaugisch, der Trainer der SG, sehen will, dass es schnell geht in diesen Momenten, dass die Mannschaft wach ist, dass sie solche Chancen nützt, auch mal einfache Tore zu machen. Schöner Wurf von Jana Scheib. Zum dritten Mal am heutigen Abend kann sie Emily Sando bezwingen. 18:12 jetzt der Spielstand. Nainzinavicius hinterm Rücken noch weiter gespielt auf Lauenroth. Und die macht das 19:12. Da wird kein Ball verloren gegeben. Da wird nicht auf den Pfiff gewartet, dass die Schiedsrichter hier das Foul pfeifen. Nee, der Ball einmal um den Körper rum, hinterm Rücken gespielt von Nainzinavicius. Und dann hat Lauenroth da aufgepasst. Das ist stark. Kampf da zwischen Amelie Berger und Anna-Maria Spielvogel.
Platen. Wieder mit dem Versuch auf Außen. Diesmal war Julia Meidhof dazwischen. Platen. Zeitspiel angezeigt. Wo ist die Lücke für Wildungen? Da ist sie. Viel Risiko bei diesem Pass auf Maxi Mühner. Der musste aber auch kommen. Gegen den Block und gegen Manuela Britsch. Bietigheim hat da wirklich viel Platz, wird kaum gestört. Und dann sind sie auch noch physisch überlegen in Person von Luisa Schulze. Den Ball noch gerettet, bevor er ins Aus ist. Jana Scheib. Nach dem Vorbereitungsturnier, dem Halle-Saale-Cup, den die HSG mitgespielt hat, da hat die Trainerin Tessa Bremer gesagt, wir haben gesehen, dass wir hinten noch sehr viel machen müssen. Das ist jetzt ein paar Wochen her und die Abwehrarbeit ist immer noch relativ passiv bei den Gästen, das muss man ganz klar so sagen. Bei aller individueller Klasse der Bietigheimer im Rückraum geht es dann doch häufig sehr, sehr einfach. Klare Wurfposition bei diesem Versuch von Julia Meidhof. Wieder hinterm Rücken weitergespielt von Kim Naitzinavicius. Macht sie heute gerne. Zeitspiel angezeigt. Jetzt geht sie alleine und ist erfolgreich. Irgendwie landet der Ball halt immer im Tor, der Vipers. Kim Naitzinavicius mit dem 22:14. Platen hätte da gerne einen Foul gegen sich bekommen. Kriegt sie nicht. Sehr schöne Einzelaktion von Maxim Struis. Sehr wendig, sehr flink auf den Beinen. Dreht sich da durch zwei Abwehrspielerinnen der Bietigheimerin durch. Und verkürzt 7 Tore Rückstand jetzt noch 22:15. Und Kim Naitzinavicius ist nicht vom Ball zu trennen. Wird gezogen, gezerrt, geschubst, gedrängelt. Und gibt den Ball trotzdem nicht aus der Hand. Gut geharzt offensichtlich.
klebt bei ihr an den Fingern. Smith mit dem Versuch, den Ball flach ins linke Eck zu setzen. Der Fuß von Manuela Britsch war dran. Jetzt mal gut durchgespielt, bis auf die Außen, bis auf Anna-Maria Spielvogel. Macht das 22-16. Schön durchgezogen aufs kurze Eck. Ordnung verloren gegangen. Meidhof versucht es dann direkt. Wieder gehalten von Britsch. Aizinavicius setzt sich mal wieder durch in einem richtigen Gerangel. Und Lauenroth hat Glück. Der Ball war hinter der Linie. Nach zwei, drei erfolglosen Angriffen dann wieder der Treffer. Für Wiedekheim hier zu sehen. Klassisches Wembley-Tor. Die Schiedsrichter mit dem richtigen Auge. Da springen gleich drei Rote dazwischen bei diesem Pass. Fast schon wie beim Volleyball am Netz. Schön Fehler. Ganz einfach über drei Stationen. Aizinavicius auf Smith, auf Lauenroth. Und dann ist Platz da für Antje Lauenroth. Im langen Eck schlägt der Ball im Netz ein. Es steht 24-16 für Wiedekheim. Larissa Platen jetzt wieder raus für sie im Spiel, die Nummer 15. Maria Ines da Silva Pereira. Den Treffer macht aber ihre Gegenüber, Jana Scheib. Und es gibt 2 Minuten gegen Luisa Schulze. Bietigheim nutzt diese kurze Unterbrechung für einen Wechsel, für 2 Wechsel. Stine Jürgensen kommt für Xenia Smits, die jetzt mal eine Pause machen darf. Und Ede Reimer kommt für Antje Lauenroth. Antje Lauenroth geht an den Kreis. Luisa Schulze ist raus. Deswegen wieder diese Variante mit Lauenroth am Kreis, Reimer auf links. Und Emily Sando, die Torhüterin, draußen bei diesem Angriff. Leeres Tor bei Wiedekheim. Jürgensen, Meidhof. Nochmal auf außen, Reimer, schöne Finte. Kam dann überraschend doch der Antritt nach innen. Aber Manuela Britsch war dran. Und auch die kann von außen treffen. Anna-Maria Spielvogel. Wieder gut gesehen. In dem Fall von Maxim Striss. Wieder die 6. Feldspielerin bei Bietigheim. Also einen einfachen Ballverlust sollten sie jetzt vermeiden, sonst ist das Tor leer. Jürgensen
Meidhoff ist durch, wird gestoßen, kriegt den 7 Meter. Richtig interessant, wie Antti Lauenroth diese Kreisläuferposition interpretiert, wenn Luisa Schulze draußen ist. Ist da sehr aktiv, kommt entgegen, holt sich den Ball, verteilt ihn wieder. Wirklich nicht der klassische Spielertyp für diese Position. Julia Meidhoff beim 7 Meter, sehr sicher. ...25-18 und die Gäste nehmen wieder die erste Auszeit. Es steht 25-18, 44 Minuten sind gespielt. Markus Gaugisch. Sehen wir hier in der Ansprache. Fun Fact am Rande. Es ist hier nicht seine einzige Mannschaft, die er trainiert, Markus Gaugisch. Er ist auch in der Verantwortung bei der SPVGG Mössingen, wo sein 12-jähriger Sohn spielt. Also Doppelbelastung oder sagen wir besser Dreifachbelastung. Lehrer ist er ja auch noch im normalen Leben. Aber immer mit einem Lächeln auf den Lippen, also scheint ihn nicht zu sehr zu belasten, diese drei Jobs, die verschiedenen Anforderungsprofile. Einmal Handball-Bundesliga der Damen, einmal D-Jugend. Und weiter geht's mit Angriff für Bad Wildungen. Zinavicius versucht dann noch irgendwie den Ball zu bekommen, aber Maxi Mühner mal wieder von der 6-Meter-Linie erfolgreich. 25-18, 25-19, Entschuldigung. Viel Bewegung jetzt hier im Spiel. Bad Wildungen hier ein bisschen aktiver in der Deckung. Und durch den Kreis gelaufen offensichtlich eine Bietekannerin, deswegen abgepfiffen. Bad Wildung versucht es schnell zu machen, muss dann aber doch nochmal abbrechen. Neuer Aufbau. Maria Ines da Silva Pereira versucht sich da durchzutanken. Pereira. Eigentlich gut verteidigt in meinen Augen von Jürgensen, die da den Ball wegschlägt. Aber Mühner wurde da wohl noch zusätzlich gehalten, deswegen weiter bei Besitz für Bad Wildung. Der Wurf geht dann deutlich drüber von Pereira. Und jetzt decken die Vipers da ganz weit vorne. Direkt mal das Foul gezogen von Vanessa Plümer, um den schnellen Angriff der SG zu unterbinden. Jürgensen. Ungenauer Pass zurück auf Naizinavicius, Ball weg. Und wieder kaum die Möglichkeit, das mal schnell zu machen für die HSG, für die Gäste. Der Treffer fällt dann trotzdem. Jana Scheib überwindet Valentina Salamaka, die jetzt im Tor
zwischen den Pfosten steht bei der SG. Fünf Tore Führung noch. Luisa Schulze. Gut angespielt von Jürgensen. Und die kann dann einfach nur noch durch einen Foul gestoppt werden. Hier fordert sie den Ball, kriegt ihn auch und wird dann in der Drehung noch gefoult. Wieder das Duell Meithof gegen Lea Schipper. Meithof oder Schippach. Meithof ohne Blöße bisher von der 7-Meter-Linie. Ganz cool. Ganz abgezockt. 22 Jahre jung. Und spielt hier, als würde sie seit Jahren nichts anderes machen, als beim ja immer noch amtierenden deutschen Meister 7 Meter zu werfen. Und auf der Gegenseite dürfen jetzt auch die Gäste mal ran. Platen nimmt sich dem an gegen Salamaka. Mal schauen, ob sie genau wie Sando auch gutes Händchen hat heute bei den Strafwürfen. Beim ersten ist es nicht der Fall. 26 zu 21. Elfeinhalb Minuten noch in diesem Auftaktspiel der Saison. Missverständnis zwischen Jürgensen und Meithof. Struss. Wollte Mühner da anspielen, die hinter dem Rücken von Launroth weggeschlichen war. Im Kreis abgesprungen, Spielvogel bringt sich hier um ihren nächsten Treffer. Jürgensen, Reimer mit dem Fehler. Und das wird bestraft von Maria Pereira. Bleibt da ganz cool. Und dann sind es nur noch 4 Tore. Das war schon mal deutlich mehr. Aber Bad Wildungen hat hier seit 10 Minuten deutlich zugelegt, verteidigt aggressiver. Enger an der Frau hinten. Und das ist dann eine Antwort, die man geben kann in so einer Situation von Xenia Smits. Ihr zweiter Lupfer heute Abend. Weltklasse. Die Ruhe bewahrt. Und dann wieder den 5-Tore-Vorsprung hergestellt. Bad Wildungen kann wieder über außen kommen. Spielvogel trifft. Diese Variante funktioniert gut. Ein ums andere Mal hat Spielvogel dann sehr viel Platz auf links. Jetzt kommt Launroth zurück ins Spiel auf links außen. Jürgensen. Meithof, Jürgensen, Smits. Ganz knapp nur über der Grasnarbe diese Aktion von Xenia Smits teilweise. Im Liegen. Meithof mit der tollen Bewegung.
erst nach rechts angedeutet, dann nach links durch die beiden Spielerinnen durch. 7 Meter damit die einzige Möglichkeit für Bad Wildungen noch irgendwas zu verteidigen. Und Julia Meithoff, natürlich, mit dem nächsten Treffer. Salamaka mit einer wichtigen Parade im 1 gegen 1 gegen Maxim Strüss. Jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Platz da, aber es ist mit einem zu scharfen Pass auf Schulze. Nächste Gelegenheit für die HSG. Pereira. Salamaka ist wieder dran. Spiel geht weiter. Kein Foul. Pereira will es gar nicht glauben. Aber die Schiedsrichter hier mit einer großzügigen Linie. Und auch Markus Gaugisch bemerkt, dass dieses Spiel noch nicht ganz entschieden ist. Den Haken können sie noch nicht dahinter machen. Es sind noch 7,5 Minuten auf der Uhr. Bietigheim nimmt die Auszeit. Zwischendrin war das schon ein Klassenunterschied, den man gesehen hat. Vor allem in den ersten Minuten jeweils der beiden Halbzeiten. Aber Bad Wildungen schenkt sich hier wirklich nicht her. Wir haben nochmal eine Reaktion gezeigt. Tessa Bremmer, die Trainerin der Vipers, wollte genau das sehen. Einen hohen Kampf war ihr Anforderungsprofil, war ihre Forderung an ihre Mannschaft. Die Vipers haben so ein bisschen gebraucht, um in die Saison reinzukommen, aber in den letzten 15 Minuten die Leistung à la Bonheur halten hier gut mit. Berger. Scheitert Andrich. Auch die kommt jetzt immer besser hier in die Partie. Spielvogel. Pereira. Landet im Block dieser Abschlussversuch. Bietigheim kann es jetzt mal schnell machen wieder. Berger, und diesmal sitzt er. Von diesen Situationen hatten sie in den letzten Minuten zu wenige. Schnelle, einfache Tore. Den lässt sich Amelie Berger nicht mehr vom Brot nehmen. Zwei Ziele hat sie in dieser Saison, hat sie gesagt, deutsche Meister werden und bei der WM dabei sein. Vorausgesetzt, beide Meisterschaften finden überhaupt statt, bis zum Ende regulär. Hoffen wir mal das Beste. Damit wir auch weiterhin solche Bilder sehen können, wie die Parade eben von Valentina Salamaka lang gemacht hat. Und Treffer Nummer 24 für die HSG verhindert. Bietigheim wieder im Ballbesitz, wieder der lange Pass auf Lauenroth. Die macht das ganz cool mit all ihrer Erfahrung. Im Hauptberuf Polizeikommissarin. Und die Lauenroth hier im Bild. Auch sie eine der Säulen in der Bietigheimer Mannschaft, die geblieben sind aus der letzten Saison. Jetzt wieder ein unnötiger Ballverlust von Pereira. Verspringt ihr die Kugel, kann Bietigheim schnell machen. Die Vipers sind wieder hinten. Stehen wieder gut.
5 Minuten noch auf der Uhr. 7 Tore sind es mittlerweile wieder. Althoff. Jörgensen. Wenn sie sich mal dazu entscheidet, aufs Tor zu gehen, dann ist das meistens sehr erfolgreich. In der ersten Hälfte haben wir das noch ein bisschen häufiger gesehen. 31-23, die nächste Auszeit genommen von der HSG Bad Wildung von Tessa Bremmer. Tessa Bremmer durchaus fordernd in ihrer Gestik. Ich sitze zwar nur 10 Meter weg, hören, was sie sagt, kann ich trotzdem nicht. Aber in der Art, wie hier miteinander gesprochen wird, merkt man schon, dass sie da noch ein bisschen was sehen will jetzt. In den letzten 4,5 Minuten von ihren Spielerinnen. Tessa Bremmer. Jetzt ist auch die reaktivierte Sabine Heustens wieder mit dabei. Hier mit der 4 im linken Rückraum. Hatte gute Aktionen zu Ende der ersten Halbzeit. Und Maxi Mühlner perfektioniert ihr Spiel durch die Mitte heute definitiv. Wieder mal entwischt sie da den kompletten Mittelblock und macht das Tor. Das auf jeden Fall eine Spielvariante, die heute sehr gut funktioniert hat. Was verwunderlich ist, denn im Mittelblock bei der SG BWM Bietigheim, da stehen zusammengerechnet ungefähr 4 Meter mit Luisa Schulze und Kim Naizinavicius oder auch mit Xenia Smits zusammen. Da muss man erstmal durchkommen. Heustens wird noch gestoßen von Maithof. Leicht, aber definitiv war der Kontakt da. Deswegen 7 Meter. Platen. Larissa Platen gegen Valentina Salamaka. Das erste Duell hat Platen für sich entschieden. Das zweite nicht. Der ging in die Bande. Bleibt bei den 7 Toren, 31-24. Jetzt eine sehr offensive Deckung, fast im 4-2-System. Aber Julia Maithof liebt diese Situation, da hat sie Platz. Da kann sie ihre Wendigkeit, ihre Schnelligkeit ausspielen. Richtig gut gemacht, 32-24. Maxim Ströß kriegt da doch noch den Pfiff. Konnte eigentlich relativ unbedrängt abschließen. Der Ball ging deutlich drüber und dann hatten die Schiedsrichter hier Mitleid. Jetzt nimmt sich Anna-Maria Spielvogel den 7 Meter, nachdem Platen daneben geworfen hat eben. Und macht das durch die Beine von Valentina Salamaka. 32-25. Berger. Gestoppt von Spielvogel. Will sofort wieder weiterspielen, das Spiel schnell machen, Amelie Berger. Wieder zwei rausgerückte Verteidigerinnen.
bei der HSG. Und wieder kann Luisa Schulze eigentlich nur gestoppt werden, weil Sabine Heusten sie mit allen Mitteln fault. Selten gesehen heute die Wischer, auch das natürlich ein Teil des Hygienekonzeptes, da möglichst wenig im Einsatz zu haben. Und Julia Meithoff wahrt sich hier ihre 100%ige Trefferquote bei den 7 Metern, 33,25. Pass landet bei Lauenroth, die kann das alleine regeln. Und macht das auch konsequent, ohne ein Kunststück draus zu machen. In 30-25, dann sind es jetzt plötzlich doch wieder 9 Tore. Nächster 7 Meter für Bad Wildungen. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Anna-Maria Spielvogel. Salamaka ganz weit hinten auf der Linie. Hat vielleicht ein bisschen Verwirrung gestiftet, dass sie da so weit hinten stand. Zuckt selber gerade noch mit den Schultern. Ein Angriff hat Bietigheim vielleicht noch. Oh ja, Berger setzt hier den mutmaßlichen Schlusspunkt. 35-25. Und das war's. 10 Tore, eine runde Sache für Bietigheim am Ende doch noch, nachdem Bad Wildungen kurzzeitig mal auf 4 angekommen ist. Der Jubel dementsprechend groß, endlich durfte wieder gespielt werden. Endlich gab es wieder Zählbares mitzunehmen vor eigenem Publikum. Und man musste das ja sowohl als Debüt in dieser Saison, aber gleichzeitig auch noch als Generalprobe sehen. Wie klappt das mit den Zuschauern? Halten sich alle an die Regeln? Kann das alles so stattfinden, wie sich Verein und Liga das vorstellen? Darauf gibt es heute ein klares Ja. Die Stimmung war gut, das Spiel noch besser. Und die SG BWN Bietigheim kommt aus dieser halbjährigen Zwangspause sehr stark zurück. Da war teilweise richtiger Spitzenhandball zu sehen heute. Sie haben angedeutet, was diese Mannschaft in der neuen Saison zeigen kann und zeigen will. Der erste Schritt ist getan. Und auch für die HSG Bad Wildungen-Vipers war das heute ein Spiel, aus dem sie Positives mitnehmen können. Sie waren nicht immer auf der Höhe in der Deckung, hatten aber vorne ein paar Mittel, 1-2 gute Ansätze, mit der sie gegen eine Mannschaft wie Bietigheim auch erstmal punkten müssen. Es bleibt zu wünschen, dass sie diese Saison ihr Ziel, den Nichtabstieg, auf jeden Fall erreichen. Wenn sie das weiter so machen wie heute, dann stehen die Chancen gut. Schauen wir noch kurz auf das Parallelspiel Buchholz-Rosengarten gegen Borussia Dortmund. 34-21 an der Stelle, also auch Borussia Dortmund startet pflichtgemäß mit einem Sieg in diese neue Saison. Am Mittwoch sehen wir uns dann schon wieder hier bei sportdeutschland.tv mit dem Spitzenspiel zwischen der SG BWM Bietigheim und dem Thüringer HC. Da freuen wir uns sehr drauf, gerade nach heute Abend noch mehr, und hoffen, dass auch Sie zu Hause gut unterhalten worden sind heute beim Saisonauftakt in die neue Handballsaison 2020-2021. Das war's von mir hier oben. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal bei sportdeutschland.tv. Bis dann!